Jensen! Jensen! Hören Sie mich! Ganz schlecht. Ich bin in Panchaya, Pritchard. Was Neues von Sarif oder den UN-Delegierten? Nichts. Die Anlage wurde kurz nach Darrows Rede vollständig abgeriegelt. Ich kann nicht mal sagen, ob noch jemand lebt. Und das Signal wird immer noch gesendet. Das heißt, niemand ist sicher, bevor ich da nicht reingehe und es abschalte. Sie müssen erst die Abriegelung aufheben. Suchen Sie oben im Turm eine Zentralsteuerung. Pritchard, das Sendezentrum von Panchaya befindet sich in der Basis der Station, in der Nähe des Meeresgrundes. Stimmt das? Ja, aber durch die Abriegelung wurden sämtliche Schutztüren verschlossen. Sie kommen da nur runter, wenn Sie sie manuell öffnen. Und zwar oben im Turm. Alles klar.
Ich glaube nicht, dass Sie das tun wollen, Mr. Jensen. Welche Dämonen auch immer in dieser Station sind, sie werden über uns herfallen, wenn Sie die Abriegelung aufheben. Angst vor dem Tod, Darrow? Oder wollen Sie sich Ihren Taten einfach nicht stellen? Glauben Sie mir, ich weiß, was ich getan habe, und es bereitet mir kein Vergnügen. Getan haben Sie es trotzdem. Ich habe getan, was getan werden musste. Vor 20 Jahren habe ich der Welt die Augmentierungstechnologie gegeben. Ich dachte, ich schenke ihr eine strahlende Zukunft. Doch sie ist nur eine Möglichkeit zur Selbstzerstörung. Kein Gesetz und keine UN-Regulierung hätte das verhindert. Da draußen sterben Menschen. Hunderttausende von Menschen werden an den Rand des Wahnsinns getrieben. Ihretwegen. Ich musste die Welt überzeugen. Bis heute dachten die Menschen, wir sollten den Göttern das Feuer stehlen und die menschliche Natur umgestalten. Doch die menschliche Natur ist das Einzige, was uns einen moralischen Kompass und die sozialen Fähigkeiten verleiht, um in Frieden zu leben. Wenn sie zerstört wird, geht auch unsere Spezies zugrunde. Hören Sie auf, den Retter zu spielen. Was Sie da tun, ist verrückt. Tatsächlich. Wenn das hier vorbei ist, werden die Illuminaten nicht mehr in der Lage sein, Männer und Frauen wie Sie zu kontrollieren. Von innen. Niemand wird meine Technologie mehr missbrauchen können, um andere zu dem zu machen, was sie sich vorstellen. Was, wie wir beide wissen, bereits geschehen ist. Sie sehen sich als Frankenstein, der sein eigenes Monster tötet. Eigentlich, Mr. Jensen, sehe ich mich eher als Daedalus, der hilflos mit ansehen muss, wie sein eigenes Kind ins Meer stürzt. Ich werde das hier beenden. Jetzt. Das können Sie nicht. Das Signal wird im Sendezentrum im Fundament dieser Einrichtung erzeugt. Das Sicherheitssystem von Panchaya ist programmiert, um es zu schützen. Es wird Sie töten, bevor Sie auch nur in seine Nähe kommen. Sie haben das System entwickelt, Darrow. Also können Sie mir auch sagen, wie ich es abschalte. Das tue ich aber nicht. Sie halten mich für extrem. Aber Sie verstehen es nur nicht. Damit die Menschheit auch über dieses Jahrhundert hinaus überlebt, muss sie ihre Vorstellungen von Erhabenheit hinter sich lassen und Veränderungen akzeptieren. Doch damit das passiert, sind einige Lektionen erforderlich. Blut muss vergossen werden. Sie denken, die Menschheit muss bestraft werden, ist es das? Das Leid, das Einzige ist, was die Leute verstehen. Wenn das hier vorbei ist, gibt es keine Menschheit mehr, die ihre Veränderungen akzeptieren könnte. Der Schrecken, den sie uns auferlegen, wird jede Menschlichkeit in uns tilgen. Ich wusste, es würde Verluste geben, aber ich dachte, im Laufe der Zeit, die menschliche Seele wird sich doch wieder erholen. Die Geschichte hat uns immer wieder gelehrt, dass die menschliche Rasse verbohrt und träge ist. Als Gesellschaft und als Spezies. Der einzige Weg, überhaupt eine Reaktion auszulösen, ist eine Tragödie, eine schreckliche Katastrophe. Ich bedauere, wozu ich gezwungen war, aber das Wesen der Menschheit und die Gefahren, die uns drohen, haben es notwendig gemacht. Sie wollen, dass wir erkennen, was Sie erkennen. Schön. Unsere Menschlichkeit ist bedroht, weil die Technologie mit unserem Verstand herumspielt. Aber wie sollen wir diese Nachricht begreifen, wenn wir um die Menschen trauern, die wir ihretwegen zurücklassen mussten? Um Freunde und Nachbarn, Menschen, die uns etwas bedeuten. Ist es das Bild dieser Toten, das wir Ihrer Meinung nach sehen sollen? Natürlich nicht. Ich will nicht, dass man mich als Monster in Erinnerung behält. Ach, wie konnte ich nur etwas anderes erwarten? Leute wie Sie, Leute, die bereitwillig immer mehr ihrer Menschlichkeit aufgeben, werden es nie verstehen. Und auch Ihre Einschüchterungsversuche bewegen mich nicht zum Umdenken. Sie können reden und reden, aber letztlich schaffen Sie es doch nicht, die grundlegende, tiefere Wahrheit zu erkennen. Leute wie ich. Alle, die nicht wie Sie sind, richtig. Sie haben die Welt verändert, als Sie diese Technologie erschaffen haben. Aber Ihre Schöpfung hat sie überholt. Und solange sie besteht, wird die Menschheit sie auch ohne sie nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Bis man den Vater der Zukunft nur noch als Mann der Vergangenheit kennen wird. Ich habe nie um diesen Titel gebeten, Mr. Jensen, aber ich werde mich seiner jetzt nicht schämen. Ihr Körper nimmt die Augmentierungen so leicht an, dass es wie eine Krankheit ist, die sie von innen zerfrisst und sie nach mehr lechzen lässt.
Mein Körper hingegen stößt sie vollständig ab. Doch das Verlangen bleibt. Es lässt niemals nach. Nein, Mr. Jensen, ich beneide Sie nicht. Ich verstehe Sie. Ich verstehe, was Menschen tun würden, um zu bekommen, was Gott nicht für uns vorgesehen hatte. Und deshalb müssen wir das hier zu Ende bringen. Wenn Sie die Zukunft nicht haben können, soll sie niemand haben, richtig? Wachen Sie auf, Darrow. Sehen Sie sich an, was Ihre Besessenheit der Welt antut. Wenn all das hier vorbei ist, wird nichts mehr bleiben, außer Anarchie und Angst, die in der Asche brennender Städte schwelen. Wie soll daraus wieder etwas aufgebaut werden? Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Es muss noch irgendetwas geben, eine Hoffnung auf Erneuerung. Denn ohne Hoffnung bleibt nichts mehr. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen, Mr. Jensen. Die Codes, um Panshires Sicherheitssystem abzuschalten. Aber Sie werden dennoch in Gefahr sein. Ein Großteil des Systems ist selbstbestimmend und tödlich. Wenn Sie sehen, werden Sie es vielleicht verstehen. Meine Technologie wird nicht die Zukunft sein, die wir uns wünschen. Bitte, helfen Sie der Welt, das zu verstehen. Richard, die Abriegelung ist aufgehoben. Ich gehe jetzt zurück zum Hangar, um zu sehen, ob die Schutztüren offen sind. Haben Sie irgendjemanden geortet? Ich kriege ein paar Fetzen rein, aber das Rauschen ist viel zu stark. Ich glaube, dass Sie auf sich allein gestellt sind, Jensen. Vorsicht, Francis. Sie klingen ja fast, als täte Ihnen das leid. Hier spricht William Taggart. Falls mich jemand hört, bitte. Wir brauchen Hilfe. Wir haben uns im Serverraum verbarrikadiert. Viele von uns sind verletzt. Bitte, helfen Sie uns.